Die Ermordung der 22-jährigen Polizistin Michael Kiesewetter vor 10 Jahren gleicht einer Hinrichtung. Aus unmittelbarer Nähe erfolgt der Kopfschuss. Nach allem, was heute bekannt ist, ist davon auszugehen, dass das Duo Böhnhardt und Mundlos vom nationalsozialistischen Untergrund, also dem NSU, die Täter waren. Aber auch nach 10 Jahren gibt es noch immer etliche Ungereimtheiten und offene Fragen. Die wichtigste: Hatten die Täter Helfer? Oder waren Sie, Böhnhardt und Mundlos, alleine unterwegs? Report Mainz und im Stern liegen jetzt geheime Polizeiakten vor, aus denen hervorgeht, dass relevante Spuren, dass diesen nicht nachgegangen wurde. Spuren, die im Zusammenhang mit einer sogenannten Funkzellenauswertung entstanden sind. Mit einer solchen Maßnahme wird unter anderem festgestellt, welche Handynummer zum Zeitpunkt der Tat in der Funkzelle eingeloggt war, in der auch der Tatort liegt. Ulrich Neumann mit den Details. Tatort Theresienwiese, Heilbronn, vor 10 Jahren. Ein Video rund 90 Minuten nach dem heimtückischen Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter und dem Mordversuch an ihrem Kollegen Martin A. Der überlebt schwer verletzt. Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos vom NSU sind die Täter. Das ist heute weitgehend geklärt. Aber unklar ist, handelten sie allein? Gab es Helfer oder gar Mittäter? Polizeiakten, die Report Mainz und dem Stern zugespielt worden sind. Sie sind als geheim eingestuft. Sie sind brisant. Sie zeigen, am Tatort waren Menschen um die Tatzeit, die man dort überhaupt nicht erwartet hätte. Petra Pau, Vizepräsidentin des Bundestages und Obfrau der Linken im NSU-Untersuchungsausschuss in Berlin. Sie ist überrascht und nicht nur das. Besonders empört mich allerdings, dass dem NSU-Untersuchungsausschuss, es ist ja schon der zweite inzwischen im Bundestag, diese Fakten bisher vorenthalten wurden. Worum geht es? Es handelt sich um Polizeimaßnahme 203. Das ist die Auswertung der am Tatort erfassten Handydaten. Hunderttausende sind das. Aus diesem Datenwust werden die Nummern selektiert, die um die Tatzeit in Heilbronn eingeloggt waren. Das Bundeskriminalamt schickt diesen Datensatz an Europol in Den Haag. Das ist die Strafverfolgungsbehörde der EU. Man will wissen, ob darunter Handydaten sind, die der Polizei bereits irgendwie bekannt sind. Und Europol wird fündig. Unter anderem werden 9 Handynummern entdeckt, die von Ermittlungen stammen, aus einem gänzlich anderen Kontext. Laut Akten handelt es sich um Handynummern der islamistischen Szene bzw. deren Umfeld. Was bedeutet das? Fragen wir den Kriminologen Professor Feltes, einen ausgewiesenen Kenner der Heilbronner Geschehnisse. Diese Personen können wertvolle Zeugen gewesen sein, sie können Mittäter gewesen sein, sie können Unterstützer gewesen sein. Also ich muss auf jeden Fall in diese Richtung ermitteln. Wenn man eine Nummer sehr nah an den Tatort bringen kann, sehr nahe an die Tatzeit und sie polizeilich bekannt ist, dann müssen diese Nummern natürlich auch im Einzelfall konkret überprüft werden. Und genau diese weitere Auswertung ist unterblieben, zeigen die uns vorliegenden Akten. Weder wurden die Inhaber der Nummern ermittelt, noch wurden sie befragt. 2 Handynummern sind besonders brisant. Dabei geht es um Ermittlungen gegen islamistische Terroristen und deren Umfeld. Diese zum Beispiel führt in die Dschihadisten-Szene nach Neu-Ulm. 3 Islamisten aus dieser Moschee sind im sogenannten Heiligen Krieg in Tschetschenien 2002-2003 umgekommen. Also, Neu-Ulm ist damals der Hort muslimischer Fundamentalisten. Und ausgerechnet eine Handynummer von hier ist beim Polizistenmord in Heilbronn eingeloggt. Eine überraschende Entwicklung. Trotz alledem muss man natürlich alle gegebenenfalls möglichen Verbindungen zu anderen Tatbeteiligten, mit welcher Motivation auch immer, abprüfen oder ausschließen. Und das ist schon, ja, um es mal vorsichtig zu formulieren, sehr ärgerlich, dass 10 Jahre nach dem Mord an Michelle Kiesewetter das immer noch versäumt wurde. Und eine weitere Nummer aus der Islamistenszene, gegen die 2007 ermittelt wird, ist am Tatort in Heilbronn an der Theresienwiese eingeloggt. Stundenlang, bis wenige Minuten vor der Tat gegen 14 Uhr. Diese Handynummer führt zur Sauerlandgruppe bzw. zumindest zu deren Umfeld. Die Mitglieder der Sauerlandgruppe hatten damals Anschläge auf US-Einrichtungen in Deutschland geplant.
Sie waren zum Zeitpunkt des Kiesewettermordes bereits im Visier der Sicherheitsbehörden. Die Anschläge wurden in letzter Minute verhindert, die Mitglieder später zu hohen Haftstrafen verurteilt. Mehrere Islamisten, möglicherweise am Tatort in Heilbronn? Wenn es hier tatsächlich einen islamistischen Hintergrund gibt, dann muss man die Frage stellen, wo ist die Verbindung? Geht es hier um Waffenkauf? Geht es hier um finanzielle Unterstützung? Geht es vielleicht sogar um eine Form der Kooperation? Das würde natürlich alles sprengen zu dem, was wir bisher angenommen haben und auch gedacht haben. Aber allein um das auszuräumen, muss man dieser Spur nachgehen. Die Bundesanwaltschaft beantwortet unsere Fragen nicht. Aus der Politik dagegen gibt es eine klare Forderung an die obersten Strafverfolger. Wir haben zum, ich weiß gar nicht wie viel, hundertsten Mal den Fall, dass die ermittelnden Behörden den Parlamentariern diese Unterlagen vorenthalten haben. Meine Erwartung wäre jetzt eigentlich, dass der Generalbundesanwalt schon einen Boten mit eben diesen Unterlagen losgeschickt hat. Ansonsten werde ich dafür plädieren, dass wir das als ein schweres Versäumnis im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses verankern. Report Mainz.de übrigens die ausführlichen Interviews mit Petra Prau und dem Kriminologen Professor Feltes. Report Mainz fragt Professor Thomas Feltes. Er ist Kriminologe an der Ruhr-Universität Bochum und ein ausgewiesener Kenner der Geschehnisse in Heilbronn. Herr Professor Feltes, wie geklärt sind für Sie die Vorfälle in Heilbronn? Je mehr man in den letzten Monaten über die Hintergründe von Heilbronn erfahren hat, umso mehr hat man das Gefühl, dass eigentlich jetzt nochmal Ermittlungen ansetzen müssten. Und auch die Untersuchungsausschüsse, vor allem eben auch der des Bundestages, haben ja so viele Ungereimtheiten und Ungeklärtheiten hervorgebracht, dass man im Grunde genommen, wenn das strafprozessual möglich wäre, das Verfahren weiterführen oder nochmal in Teilen beginnen könnte. Das kann man strafprozessual nicht, sollte man vielleicht auch nicht. Aber man muss einen Weg finden, diese Punkte, die wir gefunden haben, eben entsprechend aufzuarbeiten, auch und gerade im Interesse der Opfer und der Hinterbliebenen. Möglicherweise waren am Tattag Islamisten vor Ort. Für die Bundesanwaltschaft sind das alles weitgehend Verschwörungstheorien. Für Sie auch? Es ist eine Theorie. Man kann das so sehen. Man muss das auch so sehen, wenn man tatsächlich nicht will, dass das Verfahren neu aufgenommen wird. Und daran haben eben weder Bundesanwaltschaft noch BKA noch die Polizei Baden-Württemberg ganz offensichtlich ein Interesse. Sie wollen, dass dieses Verfahren endlich zum Abschluss gebracht wird. Das ist menschlich nachvollziehbar, aber in der Sache und für die Hinterbliebenen ein absolutes Drama. Tatsächlich muss man in einem solchen Verfahren, und wir reden hier nicht über irgendeinen Raub oder über irgendeinen Diebstahl, sondern eines der die Bundesrepublik prägenden Verfahren, jeden Hinweis, der auch noch zu späteren Zeitpunkten auftaucht, ihm nachgehen und ihn tatsächlich bis zum Ende ermitteln, bis man sagen kann, nein, an diesem Hinweis ist nichts dran. Und wenn man jetzt sieht, dass am Tattag dort bestimmte Handynummern eingebucht waren, die Personen aus bestimmten anderen Bereichen, islamistischer Terrorismus beispielsweise oder auch amerikanische Geheimdienste, zugeordnet werden können, dann muss man dieser Spur nachgehen. Da gibt es gar keinen anderen Weg. Das als Verschwörungstheorie zu bezeichnen, ist so offensichtlich falsch und abbügelnd, dass es eigentlich schade darum ist, dass die Bundesanwaltschaft sich damit irgendwie lächerlich macht. Ist es Zufall, dass gleich zwei Nummern aus der Islamistenszene am Tattag in Heilbronn auftauchten? Also als Wissenschaftler kann man Dinge für Zufall halten oder nicht. Das spielt im Grunde keine Rolle. Die Frage ist, was bedeutet das? Wie kann ich das interpretieren? Für mich bedeutet das, dass wir dieses Schachteldenken aufgeben müssen. Wir denken immer in Rubriken. Wir haben einerseits den Rechtsextremismus, den wir uns als geschlossenes System vorstellen. Und wir haben andererseits den Linksextremismus, wir haben den Islamismus, den Dschihadismus. Dass es hier aber Überschneidungen geben könnte,
Überlappungen in bestimmten Bereichen. Das haben wir nicht auf dem Schirm. Und das ist ein typischer Fehler, der in ganz vielen Ermittlungsverfahren immer wieder gemacht wird, dass man das Undenkbare nicht wirklich denkt und sagt, wäre das denn möglich? Und wenn ja, was hat das für Konsequenzen? Und genau einen solchen Fall sehe ich eben jetzt tatsächlich in Heilbronn, wenn man diese beiden Nummern eben entsprechend mit islamistischem Hintergrund zuordnet, was ja eindeutig der Fall ist, dann muss man eben drüber nachdenken, gibt es da mögliche Beziehungen, nicht nur in diesem einen Fall, sondern auch an anderen Beispielen, und man muss denen nachgehen und muss gegebenenfalls überkommene und ehemalige Gedankengänge auch über Bord werfen und sich für neue Ansätze offen machen. Ist für Sie Heilbronn jetzt noch unübersichtlicher geworden? Es ist komplexer geworden, ganz klar. Aber es ist einerseits auch ein Stückchen vielleicht klarer geworden, weil wir bisher überhaupt keine wirkliche Erklärung dafür haben, dass Böhnhardt und Mundlos über eine so weite Strecke fahren, um dort zufällig eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten anzugreifen und zu erschießen. Die neuen Beweismittel könnten eine Antwort auf diese Frage sein, warum sind die dorthin gefahren? Das, was wir bisher gehört haben, dass das zufällig war, das hat mir von Anfang an überhaupt nicht eingeleuchtet. Es gibt keinen Zufallszusammenhang, wo ich eben über hunderte von Kilometern irgendwo hinfahre und dann einen Streifenwagen, der auch kaum erklärlich in dieser Form an dieser Stelle steht, den dann mir als Ziel aussuche und dort zwei Polizeibeamten angreife. Die neuen Beweismittel wären eine Antwort auf diese Frage, warum hat sich diese Tat dort ereignet. Report Mainz fragt Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und Obfrau der Linken im NSU-Untersuchungsausschuss in Berlin. Frau Pau, mehrere Handynummern mit Bezug zum islamistischen Terrorismus waren am Tattag in Heilbronn eingeloggt. Diesen Spuren ist nicht nachgegangen worden. Wie bewerten Sie das? Natürlich hätte man diesen Fakten nachgehen müssen. Allerdings verwundert mich das langsam gar nicht mehr, weil wir haben erlebt, dass sowohl nach den Taten, die dem NSU zugeschrieben werden, nicht ordentlich ermittelt wurde und eben auch nicht nach dem 4.11.2011, dem Auffliegen des NSU, man allen Hinweisen nachgegangen ist. Besonders empört mich allerdings, dass dem NSU-Untersuchungsausschuss, das ist ja schon der zweite inzwischen, im Bundestag diese Fakten bisher vorenthalten wurden. Wie bewerten Sie das? Auch das reiht sich leider ein in eine Kette von Verzögerungen und zum Teil auch Vertuschungen. Diese Akten hätten uns schon im ersten Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden müssen. Ich erwarte jetzt, dass die Behörden tatsächlich die Besitzer der Handys ermitteln und diese noch vernehmen. Was ist jetzt zu fordern? Nun, das sind potenzielle Zeugen der Tat. Das heißt, das BKA muss beauftragt werden durch den Generalbundesanwalt, diejenigen, die damals offensichtlich vor Ort waren, Zeugen gewesen sein können, der Tat zu ermitteln, zu vernehmen, zu ihren Kenntnissen, Erkenntnissen oder gar Kennverhältnissen. Hat es Sie überrascht, dass nicht weiter ermittelt wurde? Also ich finde diese Entwicklung wie manche andere Entwicklungen im NSU-Komplex tatsächlich einerseits überraschend, andererseits reiht sich das leider ein in Lücken bei den Ermittlungen sowohl nach den Mordtaten, aber auch dann, als der Generalbundesanwalt die Zuständigkeit übernommen hat. Man hat sich viel zu früh auf das NSU-Kerntrio festgelegt und keinerlei Umfeldermittlungen angestrengt. Der NSU-Untersuchungsausschuss hat beispielsweise im Jahr 2016 erst durch sein Nachfragen und immer wieder auch Nachstoßen dafür gesorgt, dass zum Beispiel Umfeldermittlungen in Zwickau, aber auch an einzelnen Tatorten in Nordrhein-Westfalen noch eingeleitet wurden. Nun gibt es hier offensichtlich Kreuztreffer mit Islamisten.
eine etwas überraschende Entwicklung, aber eigentlich würde jetzt ordentliche Polizeiarbeit erfordern, erstmal herauszufinden, mit wem wir es hier zu tun haben, was diese Personen an diesem Tag dort getan haben. Das muss nichts mit dem Mord an Michel Kiesewetter und dem Mordanschlag auf Herrn Arnold zu tun haben. Aber für die Ermittlungsbehörden insgesamt dürfte das wohl spannend sein. Es müsste doch darum gehen, genau das aufzuklären. Da haben Sie völlig recht. Also ich will hier nicht eine weitere Verschwörungstheorie hinzufügen, sondern es muss darum gehen, tatsächlich alle Anhaltspunkte an dieser Stelle erst einmal ordentlich abzuprüfen. Um das auch gleich zu sagen, eine Tatausführung durch Mundlos und Böhnhardt ist aus meiner Sicht inzwischen hinreichend belegt. Wir haben die Waffen von Frau Kiesewetter und Herrn Arnold im Wohnmobil in Eisenach gefunden. Wir haben die Tatwaffe im Brandschutt in der Wohnung in Zwickau. Trotz alledem muss man natürlich alle gegebenenfalls möglichen Verbindungen zu anderen Tatbeteiligten, mit welcher Motivation auch immer, abprüfen oder ausschließen. Und das ist schon, ja, um es mal vorsichtig zu formulieren, sehr ärgerlich, dass 10 Jahre nach dem Mord an Michel Kiesewetter das immer noch versäumt wurde. Die Geschehnisse in Heilbronn werden immer rätselhafter, oder? Naja, unsere Aufgabe ist natürlich, Licht in den Nebel zu bringen oder den Nebel vertreiben. Ich und ich weiß, meine Kollegen im Ausschuss auch glauben nicht an die Theorie. Da sind Mundlos und Böhnhardt vorbeigekommen, um sich Waffen zu besorgen und haben ziellos deshalb diese beiden Polizisten angegriffen. Also da muss schon etwas mehr an Planung dahinter gesteckt haben. Und sollten sie sich auch noch mit anderen Menschen aus anderen Phänomenen Bereichen verbunden haben, na, dann ist das aufzuklären oder eben jetzt auszuschließen. Wie fällt Ihr Fazit zu diesen neuen Erkenntnissen aus? Wir haben zum, ich weiß gar nicht wie viel, 100. Mal den Fall, dass die ermittelnden Behörden den Parlamentariern diese Unterlagen vorenthalten haben. Meine Erwartung wäre jetzt eigentlich, dass der Generalbundesanwalt schon einen Boten mit eben diesen Unterlagen losgeschickt hat. Dann hätte er noch die Chance, vor der Fertigstellung des Abschlussberichtes und uns der Abgabe unserer Bewertungen uns diese Fakten mitzuteilen. Ansonsten werde ich dafür plädieren, dass wir das als ein schweres Versäumnis im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses verankern.